Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Wir befinden uns aktuell im Korallenmeer, wo wir eines der Ufos bergen sollen, auf dem die Pokénapper unterwegs sind. Und zuallererst stoppen wir mal die Strömung. Das sieht doch gut aus. Brüniger Fels ist abgebröckelt. Vielen Dank, Corazon. So. Keinerlei Meeresverschmutzung durch Ölaustritt feststellbar. Angriffslustige Haltung der örtlichen Pokéball? Angriffslustige Haltung der örtlichen Pokémon offenbar als Ergebnis der durch Absturz des Fluggerätes verursachten Aufregung zu verstehen. Na gut. Ist ja irgendwo auch verständlich, dass die ein bisschen aufgebracht sind. Lassen sich trotzdem recht leicht fangen. So, Sepa und Perlo hatten wir ja sowieso schon im Verzeichnis. Hallo Seedraking. Klau mir doch nicht das Fluggerät. Beziehungsweise wir haben ja, glaube ich, schon gehört, dass diese UFOs Donnergleiter heißen. Von daher gesehen kann ich sie, glaube ich, auch so nennen. Es hört sich irgendwie besser an, als die ganze Zeit UFO zu sagen. Abgestütztes Fluggerät anscheinend durch Seedraking an unbekannten Ort befördert. Steigende Gefahr eines Ölaustritts zu befürchten. Auch Seedraking. Verfolge Seedraking und wende den Schaden ab. Geht klar. Ja bitte. Dass man hier nochmal extra gefragt wird, meine Güte. Seedraking scheint ziemlich aufgebracht zu sein. Weiche den Blasen aus, die es zum Angriff einsetzt. Ja, wir dürfen wieder drehen. Ich glaube, ich habe ein halbwegs gutes Layout dafür gefunden. Das habt ihr ja schon gesehen ganz am Anfang. Weil ich weiß nicht, wie ich euch das anders zeigen soll. Es ist halt für mich ein bisschen schwierig, weil ich quasi oben und unten an meinem 3DS-Kabel dran habe. Und wenn ich den jetzt seitlich drehe, dann habe ich die links und rechts. Und dann ist das irgendwie alles etwas schwierig. Und ich bin sowieso nicht gut in diesen Verfolgungsjagden. Aber mal gucken. Jo. Diese Blasen. Aha. Und diese schönen Wirbelstürme. Hab dich. Okay. Entschuldigung, dass ich da ein bisschen ruhiger gewesen bin, aber es ist echt gar nicht so einfach, dem passend auszuweichen. Vor allem beim Beschleunigen hat man halt nicht so viel Kontrolle. Aber wir haben es ja. Na toll. Hat jemand eine Taschenlampe? Der Metallortung zufolge scheint sich das Objekt von Seedraking gelöst zu haben und sich weiter Richtung Meeresgrund zu bewegen. Ich finde es aber ziemlich cool, dass das Korallenmeer so ein bisschen aufgeteilt ist. Erst ist da so ein, ich sag mal, normaler Bereich, einfach unter Wasser, alles voll schön. Dann haben wir diese kleine Verfolgungsjagd und jetzt sind wir hier so ein bisschen im Dunkeln gelandet. Das finde ich aber irgendwie ziemlich cool, dass das so ein bisschen aufgeteilt ist. So. War da jetzt auch eine Speichereinheit? Habe ich das richtig gesehen? Ja, aber gut. Brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Lichtlose Meerestiefe erreicht. Lampi erhellen die Dunkelheit mittels ihrer beiden Leuchtorgane. Fange ein Lampi, um dir dessen Leuchtkraft zunutze zu machen. Die Anzahl mitgeführter Lampi beeinflusst die Leuchtkraftstärke. Gott sei Dank haben wir schon zwei Stück. Das abgestürzte Fluggerät leuchtet im Dunkeln offenbar rot.
Lass dich durch das rote Leuchten auf direkten Wege zu ihm führen. Achte jedoch darauf, das Fluggerät nicht mit Tohaido zu verwechseln, da ihre Augen in der Dunkelheit gleichfalls rot aufleuchten. Ja, jetzt haben wir so eine neue Passage. Gott sei Dank haben wir, wie gesagt, zwei Lampi. Dadurch haben wir jetzt ein bisschen Licht. Ihr könnt ja mal gucken, wie groß der Leuchtradius jetzt ist und wie groß er dann ist, wenn wir das Lampi gefangen haben. So zum Vergleich. So. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, ein paar mitzuführen, weil so ganz ohne, so im Dunkeln, ist echt nicht so schön. Ja, ich möchte dich ganz gerne mitnehmen. Und die können einen aufladen, das ist natürlich auch gut. Ich weiß nicht, ob man es wirklich sieht, dass es jetzt größer geworden ist, aber so ganz ohne Lampe ist es auf jeden Fall ziemlich dunkel. Aber die Idee ist ganz cool. Vor allem jetzt kann man sich halt auch so ein bisschen anschleichen und wir sehen, dass es sich dabei um ein Tohaido handelt, was ich ja eigentlich fangen wollte, aber ich habe mich blöd treffen lassen. Deswegen, wenn man halt so gar kein Licht hat und das erst im letzten Moment sieht, dann ist man oftmals schon getroffen worden. Und das ist natürlich doof. Deswegen, je mehr Lampi, desto eher kann man die Tohaido sehen. Ich wollte jetzt einfach mal eins fangen fürs Verzeichnis. Und weil wir das vielleicht noch brauchen, ich weiß nicht, aber zertrümmern drei vielleicht. Das Gemeine ist einfach, dass man ja meinen könnte, okay, zwei Punkte, weil zwei Augen, aber man sieht ja immer nur ein Auge. Deswegen ist das halt ziemlich leicht zu verwechseln. Ich schwimme jetzt einfach mal immer so von links nach rechts. So, wie da haben wir wieder ein Tohaido, was man ganz gut sieht von Weitem. Ah, hier ist nichts weiter, okay. Es ist schon gemein gemacht. Aber ihr könnt davon ausgehen, dass das hier alles Tohaido sind. Weil man wirklich bis ganz unten muss. Wo habe ich das jetzt bitte schon hingesteckt? Versunkenes UFO geborgen. Hallo. Gefahr, Gefahr. Tohaido setzen zur Verteidigung ihres Reviers zum Angriff an. Das ist aber nett. Geht doch nicht da oben an den Rand. So. Meine Güte, dass sie sich immer in die Ecken verkriechen müssen. Wie unhöflich. Tohaido wurden durch Fangversuch besänftigt. So, das war's. Was? Das soll das UFO sein? Na, ich weiß nicht. Das ähnelt doch eher einem Motorroller. Allem Anschein nach stammt dieses Ding also nicht aus dem Weltall. Oh, aber dafür steht hier etwas geschrieben. Donnergleiter Nummer 08. Hoch, Pichu, was hast du denn nur? Pichu scheint eine ziemliche Wut zu haben auf dieses Donnerdings oder wie es auch immer heißen mag. Das kann ich ihm nicht verdenken. Pichu! Lieber Ranger, danke, dass du meinen Wunsch erfüllt hast. Danke natürlich auch dir, Labras. Hör mal, Ranger. Auch wenn du mir lediglich einen Wunsch erfüllt hast, du hast du doch immerhin das Meer vor einer großen Verschmutzung bewahrt. Also wenn du mich fragst, hast du die Mission klar geschafft, oder? Nun zeig mir schon die Ranger-Pose, die man in so einer Situation immer macht. Mission geschafft. Es ist so süß mit der Ukulele. Oh, 50 Ranger-Punkte. Finde ich gut. Oh, deine Pose ist ganz anders als die meines Vaters. Sie erinnert mich irgendwie ein bisschen an einen echten Star. Hoppla, ehe ich es vergesse, wir haben uns dann ja noch gar nicht vorgestellt, stimmt's? Ich heiße Nema. Wie lautet dein Name, Ranger? So, so, Svenja heißt du also. Sag schon, was führt dich in die Oblivia-Region? Was sagst du? Du sollst Oblivia vor Unholden namens Pokenepper beschützen? Oh, das ist aber vor wegen. Wie bitte? Du möchtest meinen Vater treffen?
Na, warum hast du das denn nicht gleich gesagt? Ich führe dich schnurstracks zu unserem Haus. Ach so. Könntest du mir bitte dabei helfen, den Donnerglitter nach Hause zu schleppen? Das wäre dann schon mein zweiter Wunsch. Da, wie du siehst, zurzeit Ebbe herrscht, können wir sogar zu Fuß zu mir nach Hause gehen. Mein Zuhause liegt direkt hinter diesem Wald dort. Los, lass uns einen Zahn zulegen. Wo habe ich den hingesteckt? Das frage ich mich jetzt auch wieder. Aber gut. Habe ich? Hauptspross eigentlich? Ja, okay. Dann können wir jetzt hier endlich weiter. Beim letzten Mal ging das ja nicht. Ein Kingler. Das will ich haben. Ah, noch getroffen. Sehr gut. Jetzt geh von dieser Pfütze. Das war ein kurzer Auftritt von Pichu, aber gut. Was man hat, das hat man. Ich glaube, man nimmt auch Pichu nicht mit in den nächsten Fangversuch, wenn ich ihn jetzt nicht einsetze. Von daher gesehen kann man das auf jeden Fall auch machen. Huch, da wollte ich gar nicht hintippen. Ein UFO, ein UFO! Ob er damit wohl den Donnergleiter meint? Vermutlich. Fluffeluff! Ich meine, gut, wenn man nicht weiß, wie die heißen, trifft das UFO vielleicht ganz gut, halt unbekanntes Flugobjekt. Ich weiß auch gar nicht, warum Dinger eigentlich Donnergleiter heißen. Also Gleiter okay, aber Donner? Vielleicht soll es auch einfach nur cool klingen. Bin mir auch nicht ganz sicher, ob sie das noch irgendwann sagen, warum die Dinger so heißen. Ist ja auch egal. So, wir sind jetzt übrigens in der Krummbucht. Das wurde uns nicht gesagt, aber es steht oben. Auch ein sehr schöner Ort, wie ich finde. Generell, Oblivia ist einfach toll. Es ist einfach so ein Urlaubsparadies, wenn man sich mal Kokonuba anguckt. Oder generell die Isla Remboga oder auch die Isla Dolcevi und dann das Korallenmeer. Also es ist echt so eine Urlaubsregion. Und es gibt hier noch sehr viele schöne andere Orte. Hier ist lange nichts gekommen. Das war schon so verdächtig. Kaputt gemacht. Ach du liebe Güte. Ich bin wie gelähmt und mein Donnergleiter hat auch den Geist aufgegeben. Ist mit dir alles in Ordnung? Gerade als ich dachte, Reiko habe es auf mich abgesehen, schlug aus heiterem Himmel ein Blitz in meinen Donnergleiter ein. Ja, wir hätten Reiko lieber nicht reizen sollen. Sieh an, da bist du ja wieder, Ranger. Wir hatten doch bereits in der Feilblatthöhle das Vergnügen. Reiko hat eben einen Blitz auf mich herabfahren lassen und ich habe deswegen eine ziemliche Wut im Bauch. Da kommst du mir gerade recht, ich werde dich dafür büßen lassen. Das glaubst aber auch nur du. Oh, mit Plinfa und Evoli. Das ist ja schon irgendwie niedlich. Was machst du? Perfekt. Hatten wir bislang eigentlich mal einen Fangversuch mit zwei unterschiedlichen Pokémon? Ich glaube ja, wir hatten Libunkel und Cognodon, aber ansonsten meine ich, hatten wir immer die gleichen. Und Evoli. Schön, schön. Erst benutzt man mich als Blitzableiter, dann machst du mich auch noch fertig. Hier passiert auch wirklich ein Unglück nach dem anderen. Da ist Raikou ja schon wieder. Und es scheint äußerst zornig zu sein. Wundert's euch denn? Immerhin habt ihn ja auch mächtig gereizt. Du vollaute Brillenschlange, das werde ich dir noch heimzahlen. Das hat sich jetzt aber nicht nur nach einem Blitzeinschlag, sondern auch nach einer richtigen Explosion angehört. Ja, schon so ein bisschen. Ich gehe aber erstmal hier lang, weil hier sind noch ein paar Pokémon, die ich noch nicht im Verzeichnis habe. Wobei Barmelin
Habe ich Barmelade schon? Ich glaube schon, aber egal. Kann ja nicht schaden, es nochmal zu fangen. Aber ich habe, glaube ich, schon. Mein Team ist voll. Egal. Oh, S-Rang. Ich würde es aber gerne mal mitnehmen. Könnte man die ganzen Pokémon vom Anfang freilassen. Dass sie endlich mal wieder in ihre Heimat zurückkommen. Fun Fact, in Ranger 1 konnte man die Pokémon nicht gebietsübergreifend mitnehmen. Das heißt, du musstest am Ende von einem Gebiet die Pokémon wieder freilassen, die in dieses Gebiet gehören und die du mitnehmen wolltest. Seit dem zweiten Teil kann man die Pokémon echt überall mit hinschleppen, was ich ziemlich cool finde. Das bietet dann auch wieder neue Möglichkeiten. Zum Beispiel für fiese Aufträge, wenn du erst ans Ende der Welt musst, um da ein Pokémon zu fangen, was du am anderen Ende der Welt brauchst. Werden wir vermutlich alles noch erleben. Noch irgendwas? Da ist noch ein Barmelen. Das könnte ich eigentlich mal mitnehmen, wenn es denn stehen bleibt, wollte ich sagen. Und da war noch irgendwie ein großer Felsen, habe ich gesehen. Ich weiß aber nicht, ob ich da das passende Pokémon für dabei habe. Mal gucken. Achso, da reicht Zitrumann 1. Okay, machen wir ihn mal kaputt. Vielleicht ist da ja irgendwas Interessantes. Drunter, drum, was auch immer. Ah! Da war ein Schalellos drunter. Wird schon sagen, er steht ja wohl nicht einfach nur so random in der Gegend rum. So. Hätten wir das auch. Oh, so also fast ein Level up. Finde ich auch gut. Okay, dann gehen wir weiter hoch und gucken, was denn aber dieser kleinen Explosion wohl passiert ist. Um Himmels Willen, mein Haus steht lichterloh in Flammen. Dann kam dieser laute Knall vorhin also von hier. Fehlgeschlagene Experimente führen des Öfteren zu kleinen Bränden, aber natürlich ist Unglück ausgerechnet in meiner Abwesenheit gab es noch nie. Glücklicherweise waren meine Eltern nicht zu Hause. Das ist mein einziger Trost. Diese Musik. Lieber Ranger, dies hier ist mein dritter und letzter Wunsch. Hilf mir bitte dabei, das Feuer zu löschen. Ansonsten verschlingt es noch mein ganzes Haus. In der Nähe sollte es Pokémon geben, die das Feuer löschen können. Okay. Gibt es hier eigentlich noch Pokémon? Da gibt es noch ein Kanimani. Das können wir auch nochmal eben fangen. Also man hat genug Auswahl an Wasser-Pokémon, glaube ich. Können wir uns gleich aussuchen, wer das Feuer löschen darf. Und Level up. Find ich gut. Ja, so ein bisschen Auswahl haben wir da doch. Lassen wir das mal Kanimani machen. Ist ja nur ein kleines Feuerchen. Flamme ist plötzlich verschwunden. Ich weiß nicht, wie das kommt. Die Feuersbrunst ist zu gewaltig. Du kannst sie nicht so löschen. Brandbekämpfung mit nur einem Pokémon offenbar nicht möglich. Die vereinten Kräfte mehrerer Pokémon sind hierfür unabdingbar. Starte Einführung in das Thema vereinte Zielbeseitigung. Das ist übrigens neu in Ranger 3, das gab es vorher noch gar nicht. Mitunter sind zur erfolgreichen Beseitigung eines Zieles die vereinten Kräfte mehrerer Pokémon unerlässlich. So etwa im Falle des Ziels Feuersbrunst. Berühre daher zunächst das Ziel Feuersbrunst. Es werden drei Symbole zur Zielbeseitigung erforderlichen Fähigkeit angezeigt. Die notwendige Stärke der Fähigkeit wird mit 2 angegeben. Dies bedeutet, dass du die Hilfe dreier Pokémon benötigst, die über die Fähigkeit Löschen mit der Stärke 2 verfügen. Verbinde die Pokémon durch Zeichnen von Linien mit dem Ziel.
Wie im Falle der herkömmlichen Zielbeseitigung gilt es, den Touchpad nach Berühren der Pokémon auf das Ziel zu ziehen, ohne ihn abzusetzen. Wenn der Pokémon durch eine Linie mit dem Ziel verbunden ist, erscheint ein Okay über seinem Kopf. Das erneute Berühren eines Pokémon, über dessen Kopf ein Okay erscheint, macht die Auswahl des betreffenden Pokémon wieder rückgängig. Okay. Sobald eine Verbindungslinie zwischen den relevanten Pokémon gezogen wurde, erscheint ein Bestätigungsfenster zum Einsatz der Fähigkeit. Wähle Ja aus. Die Auswahl von Nein führt zum Abbruch der Aktion und zur Nichtausführung der Zielbeseitigung. Ist hier eigentlich alles ganz logisch, aber ich finde es schön, dass sie hier sowas eingebaut haben, weil das gab es vorher wie gesagt nicht und ich mag die Idee ganz gerne. Mit dieser vereinten Zielbeseitigung. Feuersbrunst ist plötzlich verschwunden. Die erfolgreiche Beseitigung des Zielobjekts hat die selbstgesteuerte Freilassung der Pokémon zur Folge, die dir bei der Zielbeseitigung geholfen haben. Hiermit enden die Ausführungen zum Thema vereinte Zielbeseitigung. Und ja, wir können im Glossar wieder alles nachlesen. Dankeschön! Wenn du nicht rasch etwas unternimmst, wird mein Zuhause ein Opfer der Flammen. Ranger, finde bitte rasch Pokémon, die das Feuer löschen können. Ich achte so lange darauf, dass sich der Brandherd nicht weiter ausbreitet. Was willst du tun? Kannst ja nicht sagen, böses Feuer, hör auf damit. Aber gut. Einmal, zweimal, dreimal. Gut, dass wir die schon alle gefangen haben. Perfekt. Dankeschön, ihr Lieben. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Das Feuer wurde restlos gelöscht. Habe vielen, vielen Dank, Ray. Svenja meine ich natürlich. Übrigens, darf ich dich um drei weitere Dinge bitten? Als erstes würde ich dich gerne bitten, den Donnergleiter für mich in mein Zimmer zu tragen. Nee, ich möchte meinen Fortschritt jetzt nicht speichern. Nicht mitten in der Aufnahme. Oh, diese Musik. Stell den Donnergleiter bitte so lange einfach hier ab. Mein Zimmer ist durch den Brand nämlich arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Vielen Dank. Dann werde ich diesen Donnergleiter einmal unter die Lupe nehmen und mich umgehend bei dir melden, sobald ich irgendwas herausgefunden habe. In dem Zimmer befindet sich mein Forschungslabor. Es mag zwar nicht so aussehen, aber ich bin eine Wissenschaftlerin. Ich bin wirklich froh, dass du in der Situation da warst, Svenja. Dann hätte ich diesen verheerenden Brand niemals löschen können. So, dann will ich mich dir erneut vorstellen. Mein Name lautet, wie schon gesagt, Nema. Ich entwickle eine neue Waffe für den Kampf gegen das Böse. Meine bisherige Arbeit ist zwar nahezu gänzlich den Flammen zum Opfer gefallen, aber davon lasse ich mich nicht unterkriegen. Piep, piep, krrr, Stimmlot, krrr. Mich fasziniert dein Fangraum schon die ganze Zeit, Svenja. Im Unterschied zu dem meines Vaters kann einer ja sogar sprechen. Aber er scheint irgendwie nicht mehr richtig zu funktionieren, nicht wahr? Zeig mal her, ich möchte mir zugehend einmal das Innenleben davon anschauen. Das wäre übrigens der zweite meiner neuen Wünsche an dich. Was, jetzt mach doch nicht gleich so ein besorgtes Gesicht? Mir kannst du vollends vertrauen, immerhin bin ich doch Nehmer. Oh, das ist ja unglaublich, das eine Schaltung habe ich ja noch nie gesehen. Ah, durch diesen Spalt scheint mehr Wasser eingedrungen zu sein. Man braucht bloß hier ein wenig zu pusten und ein wenig zu ölen und zum Schluss muss man hier noch... So, jetzt ist er wieder wie neu. Bring ihn wieder an den Arm an. Piep, piep, piep.
Neustart der Funcom-Individualisierung. Starte Einführung in das Thema Funcom-Individualisierung. Betätige zunächst den Knopf auf der rechten Seite der Energieleiste, um das Funcom-Menü zu öffnen. Wähle anschließend den Menüpunkt Individualisierung aus. Mit Hilfe von Ranger-Punkten kannst du deinen Funcom verbessern. Tippe das blaue Pfeilsymbol an, um den Wert einer Kategorie zu erhöhen. Tippe das rote Pfeilsymbol an, um den Wert einer Kategorie zu verringern. Berühre die Schaltfläche Level Plus, um die Verbesserung zu bestätigen. Ist meiner Meinung nach ziemlich praktisch. Vorsicht, Punkte, die einmal aufgebraucht wurden, erhältst du danach nicht wieder zurück. Hiermit endet die Einführung in das Thema Funcom-Individualisierung. Ja, der Glossar. Diese Funcom-Individualisierung ist irgendwie schon sehr praktisch. Wo bleibt denn mein Vater nur? Nun, dann gehen wir eben einfach gleich ihn selbst besuchen. Es sind in der Nähe des Funkturms auf dem Monte Lato Lato. Ich bringe dich bis zum Monte Lato Lato. Los, du auch, Pichu? Yay! Gut. Da draußen war ja auch eine Speichereinheit. Verlassen wir den Wald westlich von hier nach Norden, so erreichen wir den Bergpfad auf dem Monte Lato Lato. Der Funkturm befindet sich unmittelbar auf dem Berggipfel. Okay. Das ist gut zu wissen, aber wir gucken nochmal eben in die Individualisierung rein, würde ich sagen. Die ist nämlich echt sehr praktisch. Wir haben aktuell 144 Punkte. Wir können unsere maximale Energie erhöhen des Funcoms. Wir können das Maß der übermittelten Gefühle erhöhen, das heißt unsere Kreise zeigen mehr Wirkung und wir können die Fanglinie verlängern. Wir sehen da oben auch noch Schadenseindämmung, Ladetempo, Energieauffrischung und Ruhekraft. Ich weiß nicht genau, wie es ausgeschrieben heißt. Das können wir aktuell noch nicht machen, das kommt noch, da sind einige sehr coole Sachen bei. So. Machen wir das mal so. Man kann natürlich irgendwann den Funcom auf Maximum haben. Allerdings muss man dafür sehr, sehr viele Ranger-Punkte sammeln. Das werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, denke ich mir. Weil ich mache alle Aufträge vielleicht. Ja doch, ich weiß nicht genau. Aber, ja, finde ich auf jeden Fall sehr praktisch, werde ich auch regelmäßig nutzen, warum auch nicht. Und ansonsten würde ich sagen, das war's für heute mit Let's Play Pokémon Ranger Spuren des Lichts. Nemo und Mamfaxo unterhalten sich gerade echt gut, wie es scheint. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.